Guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem heutigen Vlog. Ich habe euch ja gesagt, dass ich ja gerne nochmal meine Zusammenfassung machen möchte, wie ich das jetzt mit YouTube plane, weil ich ja nebenbei auch arbeite. Aber vorab möchte ich mich tausendmal bei euch bedanken. Herzlichen Dank, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr mich abonniert, dass ihr ein Däumchen nach oben hinterlässt. Es gab ja viele Tipps, zum Beispiel ein neues Mikrofon zu verwenden, dann aber auch sowas wie mehr erzählen über die Städte bzw. über die Kultur. Aber da gab es natürlich das Problem, dass eben hier ich kein Datenvolumen mehr hatte, als ich den Tipp bekommen habe und mich dann natürlich vorab nicht informieren konnte richtig über die Sehenswürdigkeiten in den Städten. Und das Mikrofon wird natürlich auch irgendwann kommen, muss natürlich erstmal gucken, weil ich möchte gerne gleich ein Top-Mikrofon haben, damit die Qualität gleich am Anfang super ist, weil viele auch geschrieben haben, die Qualität der Videos ist sehr gut und das ist natürlich das Wichtigste, dass ich noch bessere Videos mache. Und deshalb muss ich gucken, was für Mikrofon ich mir kaufe. Ich möchte mich da vorhin informieren. Wie geht es weiter mit YouTube? YouTube habe ich eigentlich gestartet, dass ich eben meine Familie immer auf den aktuellen Stand halten kann, so wie meinen Freundeskreis, die dann wissen, wo ich gerade bin. Aber ich habe es natürlich weiter geschafft. Ihr habt meine Videos auch geschaut und das ist sehr positiv angekommen bei euch und ich möchte es auch weiter ausbauen. Leider arbeite ich nebenbei. Ich habe noch diese Woche Urlaub und werde aber mindestens einmal in der Woche einen Vlog hochladen. Deshalb seid mir bitte nicht böse, wenn nicht so oft mehr Vlogs kommen, weil es eben dann zeitlich nicht passt. In der Woche ist es natürlich eh schwierig, wenn ich dann erst gegen 18, 19 Uhr zu Hause bin, dann noch irgendwie was zusammenzubasteln für einen Vlog. Das ist eh immer so ein bisschen einseitig bei mir. Aber am Wochenende habe ich natürlich die Möglichkeit, irgendwas zu starten und euch dann mitzunehmen. Es gibt aber natürlich auch andere Projekte, die ich jetzt noch demnächst starten werde. Zum Beispiel mit Nico, den ihr im letzten Video kennengelernt habt, ganz kurz. Werde ich wahrscheinlich ein Wochenende an die Nord- oder Ostsee fahren mit ein paar Kumpels. Wir werden dann wahrscheinlich nett grillen und so. Mal gucken, ob wir zelten oder uns vielleicht ein Ferienhaus nehmen. Ist noch unklar. Dann sind aber natürlich auch Projekte geplant, wie zum Beispiel Ende des Jahres, dass ich nach Dänemark und nach Schweden möchte. Vielleicht auch ein bisschen weiter höher. Finnland, Norwegen, ich weiß es aber noch nicht. Dann werde ich auch wahrscheinlich das neue Mikrofon haben, sowie auch mehr über die Kultur der Länder zu wissen. Dann natürlich, nächstes Jahr ist dann die Snowboard-Tour dran. Die wird Anfang des Jahres dann stattfinden. Da werden dann ein paar Jungs mitkommen und ich freue mich mega drauf. Wir werden beim Kitzsteinhorn dann wieder sein. Wir wissen zwar noch nicht, wie lange es sein wird, ob ein oder zwei Wochen, aber ich denke mal auf zwei Wochen und es wird mega lustig, weil zum Beispiel Nico aus dem letzten Video und Maxi werden wahrscheinlich dabei sein. Aber auch nächstes Jahr findet die Europa-Tour 2017 statt mit ein paar mehr Leuten. Das ist noch ein bisschen in Planung. Ich werde aber vorher nochmal einen Vlog dann starten, wenn eben so welche Projekte anstehen. Natürlich möchte ich da auch noch weiterhin Let's Plays machen. Ich habe gesehen, dass YouTuber Live nicht so gut ankommt, dass eben die Klicks immer weiter runtergehen. Das ist ziemlich schade, weil das Spiel gefällt mir sehr. Ich werde es weiterhin spielen. Vielleicht mache ich zwischenzeitlich nochmal ein Let's Play davon, wo man dann sieht, wo ich denn gerade bin, was eben ich alles so gemacht habe. Ein kurzes Let's Play. Ich möchte gerne jemanden suchen, Mitspieler, Mitspielerinnen, mehrere sogar. Man kann ja auch zu dritt oder viert das machen, um dann ein Let's Play, zum Beispiel GTA 5 oder Minecraft oder sonstiges. Da bin ich offen für jeden Vorschlag, was man dann starten kann. Lasst eine Nachricht da, hey Benny, ich hab Bock mit dir Minecraft zu zocken. Dann werden wir wahrscheinlich dann in den nächsten Tagen bzw. Wochen dann irgendwas zusammenstellen, ein Projekt. Und ich hoffe, dann gefällt euch das, weil ich möchte nämlich, dass euch meine Let's Plays gefallen, damit ihr die auch weiterhin schaut. Nun habt ihr einen kleinen Einblick von mir bekommen, was ich mit YouTube noch so plane, meine Zukunft mit YouTube. Und ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Wie gesagt, ich versuche mindestens einmal in der Woche einen Vlog zu starten. Das wird wahrscheinlich immer am Wochenende sein, dass der Vlog hochgeladen wird. Es kann natürlich sein, dass auch zwei Vlogs mal kommen, dass ich dann aber das ein bisschen versetze, einmal am Wochenende und einmal in der Woche irgendwie, dass ihr dann eben auch in der Woche mal einen Vlog habt. Das ist natürlich mein Wunsch, mein Ziel. Und wenn ich dann natürlich wieder Urlaub habe, werde ich natürlich wieder täglich versuchen zu vloggen, dass ich irgendwas Interessantes habe. Das muss ich natürlich gucken, wie ich das aber hinkriege. Ich möchte natürlich auch wieder neue Leute dabei haben, dann eben, dass man eben das zusammen startet, um dann eben euch zu unterhalten, euch super Qualität zu bieten von Vlogs, die ihr dann eben gerne anschaut, mich gerne auch weiterempfehlen dürft ihr. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne Anregungen, Tipps, wo ich gerne auch mal hinfahren soll, was ich erleben sollte. Gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne bei Twitter schreiben. Empfehlt mich weiter. Würde ich mich sehr freuen, wenn immer mehr Zuschauer dazukommen würden.
Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da und ich verabschiede mich und sage ciao.